Servus, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, wo ich mir den ultimativen Schiebeschlitten für den Tischkreissäge baue. Warum ultimativ? Naja, ganz einfach, weil ihr sonst nicht auf das Video klickt. Deswegen nenne ich das einfach so. Ich habe euch im ersten Teil versprochen, dass wir in diesem Teil auf jeden Fall den Kreisschneider einbauen und eine Fingertintenschablone, Vorrichtung, irgendwas. Mit dem Kreisschneider legen wir jetzt halt los. Und dazu habe ich mir so eine wunderschöne kleine Leiste gemacht. Ist im Grunde nichts Besonderes, ist halt eine Leiste. Aber die einzige Besonderheit, die sie hat, ist, die ist aus Weißbuche. Warum aus Weißbuche? Naja, weil das ist ein sehr, sehr hartes Holz. Ich habe das aus dieser Kiste mit dem Klemmsia-Holz, von den Klemmsia-Zwingen, haben immer mal so 20 Euro Angebote für Holz. Da kriegt man eine Kiste voll mit Restholz einfach. Und da sind halt so schöne Stücken drin, wo ich mir das rausgesägt habe. Und was habe ich an der Leiste gemacht? Ganz einfach, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier habe ich mal eine kleine Schraube reingemacht. Die habe ich einfach in das Holz so reingeschraubt und habe dann ein bisschen Epoxidharz ran, damit sie nicht rausrutscht. So, und was machen wir jetzt damit? Ja, ganz einfach, die fräse ich mir jetzt hier rein. Und zwar ist der Plan der, dass ich danach diese Leiste hier drin verschieben kann. So, und wenn ich dann ein Werkstück habe, aus dem ich einen Kreis machen möchte, dann mache ich da in der Mitte einfach ein Viererloch, weil es eine Viererschraube ist. Das muss aber nicht mal ganz durchgehen. Das ist nämlich das Problem bei vielen Kreisschneidern. Und dann auf dieses Viererloch stülpe ich das einfach drüber und säge dann mit dem Schiebeschlitten immer so schön drüber. Seht ihr dann? Aber jetzt fräse ich mal hier erstmal eine Nut rein, wo das Ding drin laufen kann. Wie ich das genau mache, das habt ihr im ersten Teil schon gesehen. Ich fräse jetzt einfach. Ich setze jetzt natürlich voraus, dass ihr so einen Kreisschneider kennt. Ich habe das mal irgendwann in einem meiner alten Videos, habe ich das schon mal gezeigt. Aber das war kein Video, wo es direkt darum ging, sondern in irgendeinem Video verpackt. Ich habe jetzt gerade gesucht, ihr habt es nicht gefunden. Vielleicht findet ihr, wenn ihr es findet, wäre schön. Es muss eines der ersten, ich sage mal, der ersten 20 Videos wahrscheinlich sein. Wenn ihr wisst, in welchem Video das war, wäre schön, wenn ihr das unten drunter einfach kommentiert. Dann pinne ich den Kommentar an, falls es jemand sehen will. Es ist jetzt im Grunde nichts anderes, als dass ich hier die Nut reingefräst habe. Da vorne habe ich mir das noch ein bisschen rund gemacht, dass es hier schön reinpasst. So, und jetzt kann ich das hier verstellen. Wenn ich jetzt hier was aufspanne, kann ich mit dem Abstand zum Sägeblatt genau den Radius einstellen, den es dann am Ende haben soll, also den der Kreis am Ende haben soll. Jetzt habe ich aber noch das Problem, dass es natürlich sich verschiebt. Und verschieben soll sich ja nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie ich das Ding festklemme. Ich habe zwar einen Plan, wie ich das machen will, aber es ist ein wenig blöd zu erklären. Deswegen, ich mache es jetzt einfach und erkläre es euch danach. Besser als ich gehofft habe. Ich zeige es euch mal.
Also, ich habe mir jetzt da auch wieder einfach so einen kleinen Winkel, ich sehe gerade da oben, muss ich ein bisschen abschleifen, nicht so schlimm. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Winkel wieder aus Weißbuche gemacht. Warum aus Weißbuche? Ich hätte ja einfach nur hier das Loch reinschneiden können. Naja, Weißbuche ist härter und das soll ja zeitlang halten. Deswegen habe ich es aus Weißbuche gemacht. So, diesen kleinen Winkel, den habe ich mir jetzt da reingeschraubt. Und wenn ich jetzt hier meine Verstellung reinmache, also da habe ich eine kleine Schraube und eine Mutter da dahinter rein, die habe ich gar nicht festgeklebt, weil der Druck kommt eh von der Seite. So, und wenn ich das jetzt da reinmache, also seht schon, es läuft relativ straff. Und jetzt kann ich da einfach hergehen, das ist eine Schraube mit einem Imbus. Und, naja, okay, man muss es ein paar Mal drehen. So. Oh, Stunden später. Ja, geht in eine Geschwindigkeit hier. So, und jetzt ist das Ding fest. Also da bewegt sich gar nichts mehr. Also diese Klemmvorrichtung funktioniert echt hervorragend. Und für alle, die sich jetzt gewundert haben, dass ich ja jetzt hier den kleinen Nippel ständig rausstehen habe. Ich bin ja nicht dumm. Ich baue mir jetzt einfach ein Loch an die Stelle, wo der Nippel ist. In der Hoffnung, dass ich die Stelle erwische. So, und jetzt, wenn ich es nicht brauche, oh, hoffentlich passt es jetzt, wenn ich es nicht brauche, drehe ich es einfach um und mache es andersrum da rein. Und jetzt ist das Ding glatt und ich kann das Ding ganz normal benutzen. Also, ein Kreisschneider, den man auch noch wegpacken kann, ganz einfach. Echt geil. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Da hinten brauchen wir natürlich einen Anschlag. Den habe ich mir jetzt schon mal alleine gebaut. Gebaut heißt, ich habe drei 18 mm Multiplex-Platten einfach aufeinander geleimt. Habe ich jetzt mal ohne euch gemacht. So, das ist aber auch nicht das Besondere. Das Besondere ist, er ist besonders breit, besonders massiv, besonders hoch. Und deswegen schneide ich mir jetzt erstmal auseinander. Warum ich das mache, das seht ihr gleich. Warum habe ich das jetzt gemacht? Naja, ganz einfach. Hier oben will ich ja dann eine T-Nut drin haben und in der T-Nut soll dann ein Stoppblock, ein Stoppklotz laufen, den ich mir hier festschrauben kann. So. Das heißt, ich habe hier meinen Stoppklotz, kann den hier festschrauben und kann dann genau mir wiederholgenau Sachen darunter schneiden damit. Was ist denn jetzt aber, wenn das Teil bis hier gehen würde? Also wenn einfach der Stoppklotz hier nicht ausreicht. Und deswegen ist der Gedanke der, dass ich das hier, das obere Teil, verschiebbar machen möchte. Das heißt, ich habe im Grunde zwei Nuten, also einmal die obere und einmal die untere. Und auf der oberen kann ich meinen Stoppklotz dann bis hier hinten hinschieben. Das seht ihr gar nicht mal auf der Kamera. Also auf jeden Fall kann ich das sehr weit schieben und habe dann viel mehr Platz auf meinen Schiebeschlitten. So, die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Wie bringe ich jetzt das Ding da oben so, dass ich das verschiebbar habe? Und ich habe mir überlegt, erst habe ich mir überlegt, ob ich eine T-Nut mache. Aber die T-Nut selber wäre nicht das Problem gewesen. Das Problem wäre das Gegenstück gewesen. Also ich hätte das ja irgendwie dann lose da drauf schrauben müssen. Wäre alles nicht so schön gewesen, weil in dem Moment, wo ich hier runtergehe, hängt eine Schraube in der Luft. Hätte mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich jetzt die Idee gehabt, beziehungsweise ich habe es ja nicht alleine gehabt, der Michael Schwenk hat mir wieder geholfen. Irgendwie, Michael, ich glaube, vielleicht muss ich dir langsam irgendwas zahlen dafür, dass du mir die ganzen Ideen gibst. Die Idee ist, dass wir hier eine Gratnut reinfräsen. Also wie, als würde ich am Tisch eine Gratleiste unten reinpacken, so eine Gratnut fräse ich mir jetzt hier rein. Und zwar mache ich hier das Stück, was nach oben rausschauen soll und hier das Stück, was reingeht. Na, ihr seht es ja jetzt gleich. So, jetzt habe ich mir das Oberteil schon zweimal vorbereitet. Also ich habe das dünne Stück, das, was oben drauf liegt, das habe ich zweimal. Ich habe es nochmal in schmal zusammengeleimt. Warum? Ja, wie gesagt, ich möchte danach noch eine Fingerzinken-Schablone möchte ich auch noch an dem Schiebeschlitten dran haben. Und dafür brauche ich ein zweites, das ich dann auswechseln kann. Warum sage ich euch das jetzt schon und nicht erst, wenn ich die Fingerzinken-Dingsbums mache? Ganz einfach, weil
Wenn wir jetzt diese Gradleiste fräsen, dann muss ich jedes Teil, das genau gleich sein soll, auch gleichzeitig fräsen. Ich werde den Fräser nie wieder so exakt eingestellt bekommen und dann hätte ich immer einen Versatz. Das heißt, wenn ich jetzt fräse, muss ich alles fräsen. Gefräst wird das ganze Ding mit so einem Gradnutfräser bzw. Schwalbenzinkenfräser. Irgend sowas. Ich schau mal, ob ich einen finde, dann verlinke ich ihn euch unten. Weil der hat schon genau exakt die Form, die ich danach haben will. Aber das Problem ist, dass ich mit dem das ganze Teil nur auf einmal rausnehmen kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, ich mache erst die halbe Tiefe und dann tue ich noch weiter, weil dann passt ja die Form nicht mehr. Deswegen werde ich es jetzt so machen, also das ist nicht die Endbreite, sondern es wird breiter dann am Ende, aber ich fräse mir das jetzt mit einem 12 mm Fräser einmal vor oder mit einem 8 mm, das muss ich mir noch überlegen, fräse ich mir das jetzt einmal vor, weil ich da stückweise erstmal reingehen kann ins Material, das grobe Material wegnehmen und damit mache ich dann am Ende nur noch die Form. Die erste Testfräsung hat gleich mal hervorragend funktioniert, nämlich beschissen. Es ist zum Kotzen. Ich habe mal jetzt mit dem Fräser hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ja, naja, frech, warum sollte das denn jetzt nicht sehen, ne? Also, ich habe mal jetzt das komplette Ding versaut. Das ist echt zum, das ist richtig zum Kotzen. Das geht mir jetzt richtig auf. Scheiße. Eigentlich war es ja fast klar, weil normalerweise taucht der Fräser so ein und nicht so. Weil wenn er so eintaucht, ist es ja logisch, dass der den ganzen Scheiß da wegreißt. Mann, ich hätte mir das vorritzen müssen oder anders fräsen oder kann. Ist doch zum Kotzen. Also ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn sowas passiert. Ich will es nicht ausbessern, weil wenn ich es ausbessere, dann schaut es ausgebessert aus. Und wenn es ausgebessert ausschaut, dann sehe ich das die nächsten 5 Jahre oder was weiß ich, wie lange, dass ich diesen Schiebeschlitten benutze. Und das will ich einfach nicht, weil es einfach kacke ist. Leimen wir das jetzt nochmal alles zusammen, das heißt nochmal alles sägen, nochmal alles schneiden, nochmal alles verkleben und bis ich dann weiter Video machen kann, dauert es wieder 4 Stunden. Meine Fresse, das ist wieder so ein Projekt, wo Sachen, wo ich mir denke, hoffentlich funktioniert es so, wie mit dem Kreisschneider, hat tadellos funktioniert. Und das Ding habe ich mir gedacht, das ist cool, das ist total einfach zu machen. Und das macht, das treibt mich jetzt echt im Wahnsinn. Also, erstens, das eine habt ihr ja gesehen gerade vorhin, wo es mir das alles ausgerissen hat. Da konnte ich Gott sei Dank das noch einigermaßen retten, weil ich habe mir einfach an der Kreissäge ein Brett mehr oder weniger, also eine Multiplexplatte wieder weggesägt und habe eine neue draufgeleimt. Das heißt, ich muss nicht alles neu machen, sondern ich habe einfach eine Schicht neu aufgeleimt. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Das Problem ist, das schaut jetzt wieder so aus. Und das ist schon die Seite, wo schön ist. Das ist die andere. Ihr habt es ja gesehen, ich habe jetzt das Grobe nicht mit dem Fräser rausgenommen, sondern ich habe es an der Kreissäge rausgenommen. Das hat tadellos funktioniert, ohne Ausrisse. Super erstmal. So, und dann, ich habe aber einen halben Millimeter, vielleicht einen Millimeter weniger weggenommen, als ich am Ende jetzt eigentlich haben will mit meinem Grat. Das ist ja nicht die Nut, das ist ja der Grat wahrscheinlich, keine Ahnung. Der ist an sich jetzt richtig gut. Also der ist richtig, richtig gut geworden. Da mache ich mir keine Gedanken. Aber es schaut halt hier wieder so aus, weil der eine Millimeter oder der halbe Millimeter, was ich jetzt noch tiefer gegangen bin, als es
als ich mit der Kreissäge das schon gemacht habe, also mit der Tischkreissäge, der hat ausgereicht, dass es hier wieder alles weggerissen hat. Jetzt mache ich es nicht nochmal. Jetzt habe ich die Schnauze nämlich voll. So, was habe ich auf der anderen Seite? Warum schaut die andere Seite so hervorragend aus? Naja, da bin ich jetzt einfach hergegangen und habe mir das Lineal angelegt und habe selber vorgeritzt. Also ich bin einfach mit dem Messer drüber und habe mir so einen halben Millimeter vorm Rand das angeritzt und da war ich wahrscheinlich nicht tief genug, deswegen ist es da trotzdem wieder ausgebrochen. Insgesamt ärgert mich das sehr, aber ich zeige es euch trotzdem, weil vielleicht macht ihr das auch und dann müsst ihr nicht unbedingt denselben Fehler machen, weil Multiplex kostet viel Geld und das muss man nicht tausendmal kaufen, sowas. Also, meine Empfehlung, mit dem Messer vorritzen, wenn ihr sowas macht, und zwar tief genug, also richtig kräftig. Erst einmal leicht aufdrücken, damit ihr die Nut habt und dann ruhig noch zwei, dreimal durchfahren, dass ihr richtig tief drin seid. Ärgerlich, aber es ist halt jetzt nun mal so. So schaut es jetzt aus. Es ist nicht genau in der Mitte, sondern es ist ein bisschen auf der Seite, weil das ist ja das, was unten ist und das, was oben drauf läuft, das kriegt ja das Gegenstück jetzt gleich. Und oben möchte ich ja T-Nut noch reinfräsen. Wenn ich das jetzt genau in der Mitte machen würde, dann habe ich Angst, dass mir das in der Mitte dann zu dünn wird. Also, naja, ist wurscht. Gut, also ich fräse mir jetzt die Teile hier noch und hoffe, dass ich die einigermaßen vernünftig da reinkriege. Ich taste mich da jetzt einfach ran. Also ich an den Abstand, den ich brauche. Naja, ich probiere es einfach. Also, es läuft. Es läuft sehr, sehr schön, sehr locker und es muss nicht ganz fest sein, weil ich werde mir hier von oben zwei Löcher durchbohren und da Schrauben reinmachen, die das ganze Ding dann auch fixieren. Und in dem Moment, wo die das natürlich nach oben drücken, zentriert sich das, weil das ist ja Gradnut. Da zentriert sich das dann auf der Nut und hält prima fest. Behaupte ich jetzt. Ihr könnt es auch einfach genau machen und nicht so verpfuscht wie ich, dann ist das viel besser. Aber naja, es ist halt jetzt so. Ich komme damit jetzt einigermaßen klar. Na, ich lasse es jetzt. Bei mir ist jetzt ein neuer Tag, weil nach dem ganzen Ärger mit meinen Ausrissen, die ich da gehabt habe, habe ich einfach erstmal ein bisschen eine Pause gebraucht, weil ich habe mich echt sehr geärgert. Und ich habe jetzt ein paar Sachen alleine gemacht, ist aber nichts Spektakuläres. Ich zeige es euch schnell. Also die Schiene an sich habt ihr ja jetzt schon gesehen. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mal da oben einfach eine T-Nut-Schiene eingefräst. Es ist übrigens eine T-Nut-Schiene und keine C-Nut-Schiene, wie es manche sagen. Es ist ein C-Profil, weil das Profil schaut aus wie ein C. Aber die Nut ist wie ein T. Also es ist eine T-Nut-Schiene oder ein C-Profil. Nur mal so am Rande. So, also die habe ich mal da eingefräst. Ist ja nichts Spektakuläres. So, dann habe ich mir da oben Löcher reingebohrt. Drei Stück. Warum drei Stück? Ne, seht ihr gleich. Also ich habe mir da oben Löcher reingebohrt und in diese Löcher habe ich mir diese Einschraubschrauben. Moment, ich zeige es euch mal. Muffen. Moment. Die Teile hier. Sowas habe ich mir da reingeschraubt, damit ich hier ganz normale Schraube reinschrauben kann. Das ist einfach eine Gewindestange, ein Stück Gewindestange, wo ich mir oben einen Flügelmotor drauf gemacht habe. So, und damit ist es jetzt so, dass wenn ich das Ding festdrehe, dann drückt das ganze Teil nach oben und es kann sich nicht mehr bewegen. So, wenn ich jetzt, warum habe ich jetzt drei Löcher? Naja, ganz einfach, wenn ich jetzt hier rausfahre, dann habe ich ja da an der Seite, ihr seht es nicht mehr, habe ich ja nichts mehr, wo es halten kann. So, und ich möchte aber zum wenigstens noch eine, wo ich es dann feststellen kann. Also ich mache es mal in die andere Richtung, dass ihr es sehen könnt. So, also ich könnte jetzt so weit raus und da ist es immer noch stabil. Das muss ja nicht in der Horizontalen, muss es ja nicht unbedingt gerade sein, soll ja nur den Abstand fest fixieren und das habe ich da immer noch. Oder habe ich auch eine Fehlfräsung, die muss ich ja noch reparieren. So,
Insgesamt ist das der hintere Anschlag. Ich zeige euch nochmal schnell die Hinterseite. Das ist nämlich die Seite, wo ich meine ganzen Fehler hier gespachtelt habe. Und genau so schaut es jetzt auch aus. Und das ärgert mich so sehr, dass ich jetzt schon überlegt habe, ob ich das ganze Ding danach vielleicht lackiere. Also nur den hinteren Anschlag, einfach, dass es wieder ein bisschen vernünftiger ausschaut, werde ich wahrscheinlich so machen. Jetzt muss der Anschlag da hinten natürlich noch festgemacht werden. Dafür habe ich mir jetzt schon ein paar Löcher da reingebohrt. Hier an der Seite habe ich zwei Löcher gebohrt. Warum? Weil ich richte mir den Anschlag ja jetzt einmal aus, so wie er sein soll, und zwar mit dem Winkel hier. Und dann mache ich 5 Schnittmethode. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Ansonsten gebt es einfach mal um bei YouTube ins Suchfeld ein. 5 Schnittmethode Schiebeschlitten, dann findet ihr 4 Millionen Videos dazu, wie die gemacht wird. Deswegen werde ich mich jetzt darauf beschränken, mir das selber zu lernen und das zu machen, aber nicht euch nochmal zu erklären, weil da gibt es genug Videos dazu. Also, und deswegen 2 Löcher, weil mit der einen mache ich jetzt die Einstellung und dann mit der 5-Schnitt-Methode wird man dann das ganze Ding nochmal fein ausrichten und da nehme ich dann das zweite Loch, dass ich es nicht wieder im ersten Loch verziehe. Genau, so. Und durch die ganzen Fehler, was ich jetzt gemacht habe und durch mein Gelaber ist das Video jetzt schon wieder so lang, dass ich jetzt nicht mehr anfangen brauche mit meiner Fingerzinkenvorrichtung an dem Schlitten. Die mache ich im nächsten Video, versprochen. Und im nächsten Video kommt auch noch die Lösung dafür, was passiert, wenn ich jetzt mit dem Sägeblatt hier ganz durchfahren muss, weil ja da hinten kein extra Anschlag ist. Ja, da haben wir schon was überlegt. Keine Angst, das kommt im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Holzbastler.